Hier eine Aufgabe aus dem Bereich der Wahrscheinlichkeiten. In einer Schulklasse sind 5 Mädchen und 25 Jungen. 80% der Jungen interessieren sich für Fußball. Dies tun aber nur 20% der Mädchen. Ein Schüler sagt, Fußball ist doof. Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit war es ein Mädchen? Um diese Aufgabe zu lösen, eignet sich eine sogenannte Vierfelder-Tafel durch diese 4 Felder. Wir wissen, dass in dieser Schulklasse 5 Mädchen sind. Mädchen sind insgesamt 5 in der Klasse und wir wissen auch, dass insgesamt 25 Jungen in der Klasse sind. Jungen gibt es also hier 25. Das heißt, insgesamt sind in dieser Klasse 30 Schüler. 80% der Jungen interessieren sich für Fußball. 80% von 25 berechnet sich durch 80 pro Cent von 25, also 20. Das heißt, in dieser Klasse gibt es 20 Jungs, die sich für Fußball interessieren. Und da insgesamt 25 Jungs in der Klasse sind, gibt es auch noch 5 Jungen, die sich nicht für Fußball interessieren. Hier steht, dass 20% der Mädchen sich für Fußball interessieren. Und 20% von diesen 5 Mädchen berechnet sich durch 20 pro Cent von 5. Das heißt 1. In der Klasse gibt es ein einziges Mädchen, das sich für Fußball interessiert. Insgesamt sind aber 5 Mädchen in der Klasse, also sind da 4 Mädchen, die sich nicht für Fußball interessieren. Fußballliebhaber haben wir insgesamt 21 und Fußballnichtliebhaber haben wir insgesamt 9. Hier wird gefragt, mit welcher Wahrscheinlichkeit war es ein Mädchen, dieser Schüler, der sagte, Fußball ist doof. Also wird hier gefragt, die Wahrscheinlichkeit vom Ereignis Mädchen unter der Bedingung, dass der Schüler Fußball nicht mag. Die allgemeine Formel schreibt sich so, das heißt, wir berechnen zuerst die Wahrscheinlichkeit von Mädchen geschnitten mit Nicht-Fußball-Liebhaber. Das heißt, diese 4 geteilt durch diese 30 geteilt durch die Wahrscheinlichkeit von Nicht-Fußball-Liebhaber. Das heißt, 9 Dreißigstel. Dieser Bruch ergibt also 4 Dreißigstel geteilt durch 9 Dreißigstel. Das heißt, 4 Neuntel. Wir konnten diese Aufgabe auch anhand dieser Vierfeldertafel lösen, ohne die allgemeine Formel einzusetzen, denn die Bedingung heißt ja, mag Fußball nicht. Das heißt, wir sind insgesamt in diesen 9 Fällen. Und von diesen 9 Schülern gibt es 4 Mädchen. Die gefragte Wahrscheinlichkeit ist also 4 Neunte, was wir eben durch die allgemeine Formel auch gefunden hatten. Und die Aufgabe ist somit erledigt.